Ja, willkommen an Bord unseres Scania 117, Fahrauftrag 1046. Wir haben den Auftrag, nach Weimar zu fahren. Es ist relativ einfach, es ist so eine Art Stadtrundfahrt, was wir hier heute machen. Der Auftrag lautet, wir sollen vom Goetheplatz zum Hauptbahnhof fahren. Die Menschen kommen aus der kleinen Weimar Halle, hatten irgendwie Kongress, eine Tagung und die wollen mit ihrem Gepäck nicht laufen bis zum Bahnhof und in der Gruppe mit 26 Personen, das muss häufig auch angemeldet werden beim öffentlichen Personennahverkehr und Taxi, wissen wir, sehr, sehr teuer. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, weil eben so ein Bus auch Kapazitäten hat, ja, bei 26 Menschen mit Gepäck. Das geht im öffentlichen Personennahverkehr nicht ohne weiteres. Denn ich glaube, Gruppen ab 10, 15 oder vielleicht 20 Leute, so genau kenne ich diese Richtlinie nicht, müssen sich beim öffentlichen Personennahverkehr anmelden, damit die sich darauf einstellen können. Und dann kommt es natürlich auch wieder auf die Kapazitäten an. Ja. Deswegen werden wir heute ein bisschen was von Weimar sehen. Natürlich aus der Perspektive eines Busses. Ja, jetzt fahren wir gleich über den Ettersberg. Kommen an Buchenwald vorbei. Da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Fahrten dorthin. Ja, hier ist natürlich auch immer schön eng. Ne? Hier mit einem Reisebus mit 3,90 Meter ist das hier mit den Bäumen auf der rechten Seite schon rein optisch etwas Spannendes, ja, weil man eben auch das Gefühl hat, dass es vom Platz her eng wird. Deswegen also auch immer schön vorsichtig sein, auch nicht betriebsblind zu werden. Hier die Gegend hier sehr bekannt natürlich für uns. Da wissen wir, wie wir das zu nehmen haben, aber solche und ähnliche Situationen kommen natürlich auch in anderen Gegenden vor, wo wir unterwegs sind, die wir nicht so gut kennen. Und da wäre es natürlich ein großer Fehler, davon auszugehen, dass das genauso wäre wie zu Hause. So ist es eben nicht. Also ihr merkt schon, es gibt sehr, sehr viele Dinge, wo man als Busfahrer, was ja erstmal als sehr, sehr einfacher Beruf klingt, es aber überhaupt nicht ist, weil es sehr, sehr viele Dinge gibt, die man berücksichtigen muss. So, hier zu unserer Rechten, das bekannte Denkmal Buchenwald. Auch immer besucht wird von Menschen aus allen Teilen der Welt. So, willkommen in der schönen Stadt Weimar. Ist wirklich eine schöne Stadt. Lohnt sich immer mal hier hinzufahren, auch mal abends durch die Straßen und Gassen zu gehen oder was Schönes zu essen. Also falls ihr euch mal fragt, ja, als Autofahrer oder Fahrradfahrer, was der Pfeil in der Ampel bedeutet, da hat man dann immer, wenn in Verbindung mit Grün, immer Vorfahrt. Ja. Ist dieser Pfeil nicht vorhanden, dann ist äußerste Vorsicht geboten. So, herzlich willkommen. So, die nächste Haltestelle heißt Weimar Goetheplatz. Und hier warten wir jetzt auf unsere Fahrgäste. Es muss eine Gruppe von Menschen sein, die Gepäck dabei hat. Und auch ganz wichtig, hier so weit wie möglich vorzufahren. So. Und dann bin ich mal gespannt. So, ihr Lieben, ja, wenn ihr wissen wollt, wie
es in Weimar ist und ihr noch niemals hier gewesen seid, ihr bekommt hier einen wunderbaren Eindruck. Also eine wirklich schöne Stadt, lohnt sich immer hierher zu fahren. Tolle Gebäude. Heute ist natürlich traumhaftes Wetter. Ja, im Übrigen, was mir aufgefallen ist, ganz, ganz wenige Flugzeuge oben am Himmel. Wir haben ja wieder eine Vulkaneruption gehabt und da beschränkt man wohl den Flugverkehr so ein bisschen. Und schaut mal, wie sauber der Himmel ist, wenn nicht so viele Flugzeuge unterwegs sind. Ja, also auch dahingehend dürfen wir gerne wieder ins Nachdenken kommen, ob dieser Flugverkehr in dieser Dichte so notwendig ist. Okay, das war's erstmal von hier. Warten wir mal auf unsere Fahrgäste, die werden wohl auch dann bald eintrudeln. Alles schon mal ein bisschen vorbereiten. Der kommt mir doch irgendwie bekannt vor hier. Da lächelt er in die Kamera, wir haben ihn erwischt. Ja. Ich freue mich auf den kleinen Spatzen. Ja, ja. Ich muss jetzt gleich zum Bahnhof. Ich hole jetzt Fahrgäste ab. Ja, warte, mach mal, wie sieht's aus? Wegen 21.09. Passt, ja? Ja, da kriegen wir schon hin, denke ich mal. Machen wir was Größeres? Ich muss nur dran denken, gell? Jetzt kommt gleich eine Reisegruppe, die wollen nur zum Bahnhof. Ja. Und die bringe ich jetzt mit dem Bus dorthin. Ja, die bringe ich mit dem Bus dorthin. Ne? Wieso bringst du die mit dem Bus dorthin? Ja, weil die zum Bahnhof müssen. Ne? Das ist dein Bus, oder was? Das ist mein Bus. Du lügst doch. Mein zugeteilter Bus. Das ist der von Weimar Tour. Ja. Und wieso fährst du denn mit dem? Ja. Was fährst du für den? Weil der Chef, der mag mich. Ja. Und vertraut mir. Ja, und weiß, dass ich Auftrag geschenkt. Also und weiß, dass ich das alles hinbekomme. Und ich habe ihm auch einen Auftrag geschenkt. Also daher geschenkt. Du hast ihm einen Auftrag geschenkt? Ja. Großen Auftrag. Guck mal, jetzt blutig. Was denn für einen großen Auftrag? Ja, nächstes Jahr Richtung Medjugorje mit 50 oder 100 Leuten nach Medjugorje zum Pilgerpfad. Oh, das ist unglaublich. Eine könnte passieren, dass ich das vielleicht fahre, oder? Eine christliche Mission. Du fährst das? Oh Gott, dann kann es nur unter dem heiligen Schein von dir irgendwie laufen, meinst du? Also sind dann alle erleuchtet oder wie läuft das? Wenn wir Glück haben. Echt? Mensch, Herr Scholz. Ich möchte doch so, also ich werde immer ein Brauner bleiben. Ja, du bist immer ein Brauner. Telefonieren wir? Machen wir. Wenn dich abkühlen willst, komm zu mir. Fahren Sie hier mit? Nee, ich würde mit einem anderen, wenn ich überhaupt darf, weil einer von einem Minibus hat mich nicht reingelassen damit. Okay, kommen Sie überhaupt von der Weimar Halle? Sind Sie damit dabei gewesen mit der Reisegruppe? Dann haben wir ja gar nichts miteinander zu tun. Ich habe nämlich einen Fahrauftrag und warte auf eine Reisegruppe, die Gepäck dabei hat. So, da haben wir doch die Reisegruppe. Die Reisegruppe ist unterwegs, sehr, sehr schön. So, diesen Kofferraum werden wir jetzt füllen. Wir haben ca. 25, 26 Fahrgäste dabei. Hallo, Sie kommen von der Weimar Halle. Einfach hier vorne erstmal positionieren und ich mache mir dann die Arbeit und schieb die dann dahin, wo sie hingehören. So. Wie versprochen, Rundfahrt durch Weimar. Für all diejenigen, die hier noch nie gewesen sind, können sich jetzt mal einen kleinen Eindruck verschaffen, wie das hier alles so aussieht. Thank you.
So, hier ist die Besonderheit. Wir haben es auch regelmäßig mit Situationen zu tun. Hier am direkt an der Straße, dass man also direkt hier an der Straße ausladen muss. Die Besonderheit ist die, hier ist gerade eine Baustelle, eine riesengroße Baustelle. Und man will ja jetzt die Menschen nicht zu weit laufen lassen. Sie müssten sonst unterhalb des Platzes dort mit ihrem Gepäck, sind ja überwiegend auch ältere Menschen, dort in Richtung Bahnhof laufen. Und das ist natürlich dann ja immer ein bisschen problematisch, gerade bergauf. Ja. Für viele bei der Wärme natürlich auch eine belastende Situation. Und wir haben hier eine Haltestelle, ist eine offizielle Haltestelle, aber hier ist es auch im Moment etwas schwierig, weil hier, wie gesagt, gebaut wird und man hier einen gewissen Richtungsverkehr hat und so weiter. Und das macht die Situation eben besonders. Und da muss man irgendwann Entscheidungen treffen, wie man mit seinen Fahrgästen älterer Natur verfahren möchte. Und dahingehend natürlich hier dieser Weg dort sich direkt anbietet, um in dieses Gebäude zu gelangen. Dann sind Sie innerhalb von 2 Minuten direkt am Bahnsteig. Und ich schwitze wie Sau. Aber wie gesagt, ist auch warm. Ja, also wenn ich schon ins Schwitzen komme, ist natürlich immer so, dass man hier Koffer ein- und ausladen muss. Das muss man auch selber machen als Fahrer. Einfach damit der Kofferraum auch optimal beladen wird. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn ansonsten, ich habe es schon erlebt, Fahrgäste, die das selber machen wollen, sich dabei auch ab und zu mal verletzen. Und das kann man, wenn man unterwegs ist, nicht gebrauchen. Ich denke, da sind wir alle einer Meinung. Außerdem, als Busfahrer ist es natürlich auch so, da hat man ja sowieso Bewegungsmangel. Ja, also da natürlich mit solchen Aktionen dann entgegengewirkt werden kann, dass man dann auch ein bisschen körperliche Belastung hat. Ja, also das gehört natürlich auch dazu. So, fahren wir zurück, würde ich sagen. Man hat natürlich dann immer die Qual der Wahl. Ja, jetzt gibt es natürlich dann wieder Experten, die sagen würden, naja, aber die Bushaltestelle war ja durchgestrichen, die hättest du ja gar nicht bedienen dürfen. Und es gibt Situationen im alltäglichen Berufsleben, die erfordern nun mal auch spezielle Entscheidungen. Und wir liegen dann hier in einem Bereich, wo ich es noch nie erlebt habe, dass die Polizei da tätig wird. Denn wenn man das auch vernünftig erklärt, ja, was da in dieser Situation die Entscheidung notwendig gemacht hat, ist die Nummer vom Tisch. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass da überhaupt in solchen Situationen Polizei oder irgendetwas in diesem Bereich tätig geworden ist. Ja, man steht da in der Haltestelle, man lässt Leute aussteigen mit Gepäck, man sieht Bahnhofsnähe, da ist die Nummer eigentlich durch. Also da braucht es schon ganz, ganz spezielle Motivationen seitens eines Polizisten, um da tätig zu werden, Bußgeldverfahren oder irgendwas zu eröffnen, habe ich in meiner ganzen Busfahrerkarriere noch nie erlebt. Zumindest nicht in Deutschland. In anderen Ländern sieht es da schon mal ganz anders aus. Und wenn man da nicht ortskundig ist, dann hat man dann schon mal ein großes Problem. Da kann es dann aber auch passieren, dann muss man dann wieder entscheiden. Ja? In Zeiten von angeblicher erhöhter CO2-Belastung, ja, würde das dann natürlich dann auch im Umkehrschluss bedeuten, dass man dann extra Runden dreht. Ja, und was will man? Ja? Will man eine niedrigere CO2-Belastung oder möchte man Recht und Gesetz durchpochen, ja, also wirklich durchprügeln, um dann am Ende zu sagen, jawohl, alle halten sich an die Regeln, aber die CO2-Belastung ist trotzdem immens. Hier drüben ist, glaube ich, der alte Stasi-Knast. Also hier sieht man noch
Ich glaube, das ist das Gericht. Ich glaube, das ist das Gericht. Hier auf der Kreuzung haben wir doch schon mal demonstriert. Kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Ja, genau. Hier ist das Gericht. Hier zu meiner Linken ist das Gericht, ja, wo gerade wo der Richter Detmar damals verknackt worden ist, weil er eine, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Entscheidung getroffen hat. Ah, ist schön, wenn sich die Menschen freuen, ja, dass man sie gewähren lässt, ja, da bekommt man immer ein Lächeln. Das sind natürlich Situationen, wo ich manchmal selber auch warten muss, aber der Fußgänger dann in einen Bereich kommt, wo er sich dann freut, weil er denkt, ich lasse ihn gewähren. Natürlich muss ich ihn gewähren lassen dann, wenn ich eh nicht fahren kann. Aber manche Menschen interpretieren das als nettes Entgegenkommen und das macht doch auch Spaß. Wenn man dann auch mal ein Lächeln zugeworfen bekommt. Genau, wir mussten jetzt eine Extra-Runde drehen aufgrund der Baustelle. Normalerweise wäre ich eben rechts abgebogen, aber da ist eben Baustellenbereich und da ist es noch schlimmer. Und da gibt es, wenn man von unten kommt, keine Möglichkeit anzuhalten, um die Menschen bahnhofsnah aussteigen zu lassen. Deswegen habe ich diese Situation da auf der linken Seite genutzt. Das hat eigentlich gut funktioniert. Bin mal gespannt, wie lange die Baustelle da vorherrscht. Dass natürlich Baustellen natürlich auch immer eine Belastung darstellen. Ja, auch man muss sich immer kundig machen, immer, dass man immer up to date ist, ja, und auf diese vielen verschiedenen Situationen reagieren kann. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dich mit einem so großen Bus verfährst, und zwar so verfährst, ich glaube, jeder Busfahrer kann ein Lied davon singen, spätestens wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass man in eine schmale Gasse gekommen ist, wo links und rechts Autos stehen und man gerade so durchkommt und du nicht weißt, was dich am Ende dieser Gasse erwartet, dann bist du echt froh, wenn du heile da wieder rauskommst. Ich habe es schon erlebt, in so einer Gasse gesteckt zu haben und dann wurde die Gasse immer enger und da ging es dann leider nicht mehr vorwärts und ich musste 2 Kilometer rückwärts fahren. Da bist du auf jeden Fall erstmal geheilt. Und spätestens dann, wenn du einmal als angehender Busfahrer so eine Erfahrung gemacht hast, bereitet man sich schon aus Angst auf die Fahrt vor, damit eben genau so etwas nicht passiert. Also die Vorbereitung meistens aus der Angst heraus, was aber auch gut ist, ja, oder dem Respekt sozusagen der Situation gegenüber, damit das nicht passiert. Weil das ist wirklich, wenn du es einmal erlebt hast, bist du fertig mit der Welt. In Hannover ist mir das passiert. Da hatte ich auch eine Reisegruppe, auch ein Bus, ähnlich wie der hier. Und da kannte ich mich dann auch noch nicht aus, wie das hier mit der Anlage funktioniert, wie man den Bus optimal belüftet. Und da ist dann auch zusätzlich noch die Frontscheibe beschlagen gewesen. Also das war also beschlagen, es war dunkel, es war Herbst, Regen. Und die Dame hinter mir sagte mir, Herr Busfahrer, sehen Sie überhaupt noch was? Ja, ich konnte dann gerade so noch was erkennen, aber das war wirklich in dem Moment eine Situation, ja, sowas erlebst du nur einmal als Busfahrer. Ja. Danach betreibst du automatisch Analyse und willst auf jeden Fall wissen, woran es gelegen hat. Und wenn man dann so eine Situation erlebt hat, dann auf jeden Fall euren Vorgesetzten, euren Chef oder irgendwen, der ein bisschen Erfahrung hat damit, fragen, was man anders machen sollte und kann. Denn auch Navis, ja, haben ja dieses Potenzial auch immer mal ein in so eine Gasse zu jagen.
Also man sollte sich nicht immer auf das Navigationsgerät verlassen. Wenn ihr einen erfahrenen Mann in eurem Unternehmen habt und ihr gerade anfangt, Bus zu fahren, dann sofort nachfragen, was ihr da verändern könnt, damit genau das nicht wieder passiert. Und ich verspreche euch, es wird nie wieder passieren. Weil die Stellschrauben, die Justierungsschrauben, die werden dann immer feiner, immer feiner. Ja, je länger du diesen Job machst, umso feiner dann irgendwann die Stellschrauben. Das sind die sogenannten Erfahrungswerte, die man dann eben hat. Oder auch die Frage, wie bewegt man sich mit einem Bus in einer fremden Stadt? Und da bin ich immer wirklich sehr, sehr sanft unterwegs. Das hat den Vorteil, bevor man etwas übersieht oder eine Straße zu weit fährt, um dann irgendwie irgendwo drehen zu müssen, kannst du immer rechtzeitig reagieren. Und die Fahrgäste bekommen das Gefühl der Souveränität. Ja? Ich bekomme immer ein Feedback von den Fahrgästen, die sagen, Mensch, das haben sie ja aber wirklich souverän gemeistert hier, gab es ja überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Das ist anders, als wenn man das jetzt in der Rolle eines Pkw-Fahrers machen würde. Weil dann hast du diese Problematik, dass du dann nicht rechtzeitig reagieren kannst, kommst an irgendeine Kreuzung. Da geht es ja dann auch darum, sich rechtzeitig einzuordnen. Schilder lesen, auch ganz, ganz wichtig. Ja? Dass man im Vorfeld auch immer, sobald man in eine fremde Stadt oder in eine größere Stadt, wo man noch nie mit dem Bus gewesen ist, das kann ja durchaus auch eine bekannte Stadt sein, aber wenn du mit einem Bus in dieser Stadt noch nie warst, dann ist das eine ganz andere Situation. Kann man nicht mit Pkw vergleichen. Ja, also wenn du schon 100 Mal mit dem Pkw in Berlin gewesen bist und du einmal mit einem großen Bus nach Berlin reinfährst, wirst du feststellen, dass das eine ganz andere Welt ist. Also sich darauf zu verlassen, ach ja, mit dem Auto war ich ja schon 100 Mal in Berlin, kein Problem, kriege ich alles hin, das könnt ihr vergessen. Mit dieser Einstellung geht eure Fahrt mit einem Reisebus auf jeden Fall schief. Oder generell mit einem Bus, ja? Weil du dann gar nicht auf dem Schirm hast, dass du in manchen Straßen möglicherweise mit dem Bus gar nicht durchkommst oder generell Schwierigkeiten bekommen wirst. Und deswegen sind so Städtetouren auch immer herausfordernd, immer spannend. Ja, auch wenn du mit dem Reisebus schon in größeren Städten, wo du nicht regelmäßig bist, unterwegs bist, dann verändert sich ja auch mal ein bisschen was. Baustelle oder so, das reicht ja schon aus. Ja, und dann kannst du dich nicht darauf verlassen, dass der Weg, den du das letzte Mal dort gefahren bist, dass der beim nächsten Mal wieder geht. Ja? So nach, frei nach Motto, ah ja, kenne ich mich aus, alles klar. Ja, aber dann ist dann irgendwann mal eine Baustelle, buff. Ja, und dann, wie fahre ich dann? Ja, dann muss man wirklich auch Karten studieren, ja, sich genau mal angucken, in Zeiten wie Google Maps zum Beispiel, dass man dann diese Situationen möglichst vermeidet. Was völlig anderes ist es, wenn unfallsbedingt da etwas dazwischen kommt. Da bist du machtlos, da kannst du nichts machen. Irgendeine individuelle Situation zum Beispiel, die da musst du dann das Beste draus machen. Das sind dann aber auch wieder Erfahrungswerte. Der Fahrgast wird eher das Gefühl bekommen, dass du etwas nicht im Griff hast, wenn du zu hektisch unterwegs bist. Ja, also da bekommen Fahrgäste Angst, die spüren das. Ja, also dieses Souveräne, das Sanfte, das vermittelt auch Sicherheit. Natürlich wirst du das Gefühl bekommen, dass du irgendwo vielleicht manchmal zu langsam unterwegs bist. Aber das nimmt der Fahrgast nicht wahr. Darauf achtet der Fahrgast gar nicht, wie schnell der Bus unterwegs ist, sondern dem Fahrgast interessiert es nur, dass er hinten drin sitzt und einfach
sicher dort ankommt, wo er hin möchte. Alles andere, Schnelligkeit interessiert einen Fahrgast nicht. Im Linienverkehr schon, ja, da kann es mal passieren, dass Fahrgäste ein bisschen nörgeln, wenn der Bus Verspätung hat. Aber jetzt sowas wie Verspätung reinholen oder sowas, das kann man komplett vergessen. Habe ich damals auch schon von meinem Fahrlehrer gesagt bekommen, wenn du versuchst, Verspätung wieder reinzufahren, dann steigerst du damit das Unfallrisiko und das ist es nicht wert, wegen ein paar Minuten einen Sachschaden möglicherweise zu verursachen, der in die Tausende geht. Also das sind auch so Verhältnismäßigkeiten, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssen. Auch das fließt in den Erfahrungswert eines Busfahrers mit ein. Und das sind eben so viele verschiedene Themen, die dahingehend deine Fähigkeiten als Busfahrer ausmachen. Wir haben jetzt zum Beispiel hier das Beispiel 70er-Zone. Ganz selten fahre ich in diesen Zonen auch die Höchstgeschwindigkeit. Ja. Es sei denn, von der Straßenbebauung, ja, da kommt es irgendwie hin oder man kennt sich gut aus, aber wenn du dich auf fremdem Territorium befindest, kann ich davon definitiv nur abraten. Wenn du zum Beispiel wissen musst, wo du vielleicht hin musst, irgendein Hotel in irgendeiner Stadt, dann immer schön, ja, 10 km/h drunter ist schon okay. Wie hier zum Beispiel könnte man locker mit 50 noch reinfahren, ab Ortsschild. Ja, hier kommt 30er und dann gehe ich natürlich auch auf die 30 konsequent runter. Aber dort oben in dem Bereich des 50er Schilds, da war ich auch schon 10 km/h drunter, also 40 schneller nicht. Und das ist mit dem Bus trotzdem viel, weil du bewegst ja hier auch ein paar Tonnen. Und wenn irgendeine spezielle Situation hier eintritt, ja, ein Ball oder ein Kind rennt auf die Straße, da hast du sonst echte Probleme, so ein Fahrzeug zum Stehen zu bekommen. Das ist ja auch nochmal so eine eigene Sicherheit, so ein eigener Sicherheitspuffer, den ich mir mit eingebaut habe, um eben solche Dinge vermeiden zu können. Dann kannst du immer rechtzeitig reagieren. Das schadet im Übrigen mit dem Auto auch nicht. Also wenn man das jetzt mit dem Auto auch so macht, und so mache ich das ja auch, dann kann man das Unfallrisiko deutlich senken. Und bei mir hat es natürlich dann auch noch den Vorteil, dass ich kaum geblitzt werde oder gelasert werde. Mein Auszug in Flensburg sagt es deutlich aus, 0 Punkte. Und das trotz all dem, dass ich jeden Tag im Straßenverkehr unterwegs bin. Ich denke, das ist sehenswert. Denn Hektik im Straßenverkehr bringt gar nichts. Im Straßenverkehr fährt man auch keine Autorennen oder solche Sachen. Ja, macht man einfach alles nicht. Sondern das hier hat nichts mit Rennstrecke zu tun, sondern das hier ist öffentlicher Straßenverkehr. Hier kann immer etwas passieren. Das ist auch kein abgeriegeltes Territorium hier, sondern begehbar für Tiere, für Kinder, jederzeit, und da sollte man drauf gefasst sein. Gerade auch nachts, auch mit dem Auto. Ja, da wo 100 erlaubt ist, in der Dunkelheit, würde ich auf keinen Fall 100 fahren. Denn habe ich auch schon oft gehabt, ein Reh. Ja, das macht ja auf der Straße auch nicht immer das, was es soll und geht gleich weiter, sondern irrt dann auch mal auf der Straße hin und her. Ja, dann hast du eben die Zeit, rechtzeitig zu reagieren. Ja. Und das ist egal, ob du mit dem Bus unterwegs bist oder ob du mit dem Auto unterwegs bist. Das hat im Allgemeinen, also diese Einstellung zum Fahren hat im Allgemeinen nur Vorteile.
So ihr Lieben, das war unsere kleine Städtetour heute durch Weimar und wünsche euch diesbezüglich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.